Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom! Yay! Es ist wieder Sonne, die Leute freuen sich schon. Da war eben schon wieder total Regen und so. Neos ist da, Smurf, Kex, Train, Psycho, Mio, Mia, Patty, seine Kleine, Totti, Jasmine, wen haben wir noch nicht? Ich glaube, die haben wir jetzt alle, ne? Bam. Wir haben 40 Spieler online, das ist schön. Ich habe mich gerade mal kurz reingequetscht hier, Leute. Ich wollte nämlich noch mal heute Abend schnell mal gucken, was die Leute so treiben, ne? Ja, da ist schon einer der Übeltäter, Freunde. Vollpfosten. Der hatte mich ja erschossen. Psychobiene, Franka. Ich glaube, Neos sitzt da auch drin, oder? Man kann die Namen auch so schlecht sehen, Alter. Doch, der sitzt da, ne? Sieht das so ein bisschen Neos? Ja, da sind die. Da ist die Rasselbande. Aber ist nicht mein Auto. Ich hatte ja den blauen jetzt. Und den haben sie wahrscheinlich schon in ihre Gruft gezogen oder zu Jasmin gebracht oder verschenkt. Keine Ahnung. Ich will doch nur ein Auto haben. Ja, Freunde, Killer Cut ist am Kochen. Jo, mach die Tür zu. Ich krieg anscheinend nichts ab zu essen. Schauen wir mal weiter. Na, wer hat denn da einen Purzelbaum gemacht? Wer ist das denn? MX kenne ich nicht neu. Aber der hat ja schon eine komplette Ausrüstung, Leute. Der ist in der Nähe von Jasmin, glaube ich. Ne? Jasmin wohnt auch rum. Hier wohnt auch einer drin. Die Fenster sind zu, Leute. Und er hatte sich eben wahrscheinlich hingelegt wegen der Ausdauer. Der ist ja die ganze Zeit am Rennen, ne? Und der liebe MX, der aus wie Max. Es klitschnass, weil es gerade gewittert und geregnet hat. Ne, der ist bestimmt auch froh, dass ich Sonne gemacht habe. Ist voll bewaffnet. Mit drei Waffen, ob das gut geht, Freunde? Man munkelt, ne? Da mit drei Waffen verlierst du ganz, ganz schnell eine. Also würde ich nie machen. Aber ihr werdet es selber am eigenen Leib erfahren, so eine Waffe mal eben kurz zu verlieren. Oh, ich komme wieder nicht hinterher, ne? Ah, ich bin wieder bei Vollpfosten gelandet, ne? Neos ist ausgestiegen. Hier sitzt ein Texas im Haus. Was geht denn hier ab? Silvia ist im Hintergrund, kenne ich auch nicht. Da hinten ist Pinocchio. Irgendwas geht hier gerade ab. Warte mal kurz. Oh, Silvia, wird die beschossen? Da liegt jemand auf der Straße. Wo ist Silvia denn? Da. Down. Das ging aber schnell. Silvia. Kenne ich auch nicht. Auch schon schwer bewaffnet. Leute, habt ihr gestern Nacht angefangen und die Nacht durchgemacht oder was? Wo kriegen die Leute denn so viel her? Schade. Silvia, du hättest dich rächen müssen. Ich wurde auch von denen bestohlen. Pinocchio ist da oben. Oh, ob die noch... Da ist eine Burg. Ob die noch eine Klatsche kriegen von Pinocchio, Leute. Texas ist dort. Psychobiene, Neos die, und Vollpfosten, die wissen gar nicht, dass sie umzingelt sind, Alter. Sie konzentrieren sich. Franka ist auch noch im Auto. Freunde. Texas ist aktiviert worden, der läuft da hinten ein bisschen durch die Gegend. Ich guck mal zu Pinocchio, ob der hier ist. Ja, das ist natürlich echt übel, Mann. Ach, Pinocchio, jetzt kann ich mich entsinnen. Das war ja der, der an... Ja, der hat natürlich wenig, ihr seht's, aber mittlerweile hat er eine Knarre. Ja, das kannst du vergessen. Da brauchst du gar nicht angreifen, da würde ich schön mich verstecken. Mit der Knarre, der hat ja keine Sniper. Er hätte eine Chance mit einer Sniper. Was ist denn das für eine viereckige Platte, ey? Das sah ihm so viereckig aus hier. Boah. Freunde, nehmt nicht so viel. Oh, ich habe das hier auf Kamera. Also, ne, machen sie aber auch nicht. Sind ja fair. Meine Leiche haben sie auch liegen lassen. Obwohl das Auto, das tat mir ein bisschen weh. Das muss ich dazu sagen. Aber das ist halt das Spiel. Man, es ist ja erlaubt, Leute, ne? Und ich bin auch von meinen Emotionen. Ich bin auch manchmal sauer und ätzend alles, ne? Das ist halt so. Aber letztendlich, das ist eben dieser Spielinhalt. Ja, manchmal tut's weh, aber man kann sich ja wieder aufraffen. Wie viele Autos hatte ich schon gehabt, seien wir mal ehrlich. Und Neos war sogar noch so nett und hatte mir in der einen Folge sogar noch ein Gewehr geschenkt, ne? Weil ihr seht hier, ich laufe hier als Armutsbandit die ganze Zeit rum, als Spieler halt, ne? Deswegen habe ich schon überlegt, ich mache lieber nur noch Drohnenvideos, denn passiert mir so ein Scheiß nicht. Ich reg mich weniger auf, Leute. Und ihr könnt das und euch da die Köpfe einschießen und sowas. Okay, Texas greift jetzt anscheinend von hinten an. Mal gucken, was er so an Ausstattung hat, Leute. Lass mal sehen, Minion. Was machst du denn da, hm? MP5 kannst du knicken. Brauchst gar nicht anfangen, Texas. Kriegst auch einen Gong von denen. Ich sagte das jetzt schon. Ihr habt da gesehen, wie schnell ich down war. Also diese Bande hier mit Neos und so. Psycho-Bein, ne? Psycho-Bein, genau. Nicht der, da gibt es ja einen anderen Psycho noch nicht, das Video verwechseln. Franka weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, von Biene hat mich schon mal zerfetzt und Neos hat mich zerfetzt. Also die können schon schießen, will ich damit sagen. Die haben schon PvP-Erfahrung hier, ne? Guck mal, toll versteckt das Auto. Die Äste gucken nur aus dem Fenster raus, Leute. Wie schlecht ist das denn? Das ist eigentlich so ein Witz eher, ne? Das sieht ja aus. Total dämlich. Psycho-Bein lässt sich Ruhe. Na,
Ich würde jetzt aber wegfahren an der Stelle, ne? Und den Bambi da in Ruhe lassen hier. Und dann ist gut, ihr habt ja gewonnen. Also, ne? Was wollen wir da jetzt noch so lange campen? Es sei denn, die sagen jetzt, die schreiben jetzt gerade, das sehe ich jetzt ja gerade nicht. Hier, wir passen auf deine Leiche auf, damit da nicht noch ein anderer plündern kommt, wie der Pinocchio oder der Texas. Wenn die sich jetzt da bedient, das wäre natürlich wieder, also nicht fair, das wäre unverschämt, das sollte man natürlich nicht machen, ne? Ja, also wenn ihr zu einer Leiche kommt, die zerflettert ist wie die da, Finger von lassen, wenn ihr den nicht selbst erschossen habt. Mehr ist nicht, dann passiert kein Ärger, gar nichts, alles gut, ne? Das gehört zum Fairplay, Freunde, ne? Zerfletterte Leichen liegen lassen, bis der Spieler halt wieder kommt und sich anzieht. Und dann lasst ihr den Zeit, wegzukommen. Nicht wahr, Texas? Also keine Flachsen machen. Ich habe alles im Blick. Ja, auch die Kitty muss sich ein bisschen entspannen. Alphons ist da auch noch und Uppsala läuft hier auch noch quer durchs Bild, Leute. Natürlich sind sie wieder in der Base, ne? Ich will ja auch nicht zu viel zeigen jetzt. Aber gut, so ist das halt, ne? Das sind viele, die immer in ihren Basen meistens abhängen. Nicht immer, ne? Aber doch, also viele hängen oft in ihren Basen, sage ich mal. Die kann man dann natürlich schlecht filmen. Finde ich aber manchmal auch ein bisschen schade. Der Dachs da. Der Wasserdachs. Dachs, da bist du ein Wasserdachs? Hat er auch neu angefangen, ne? Viele, viele neue. Das kann ja nur wieder kritisch werden, wenn immer so viele neue dazukommen, ne? Dann gibt es meist immer, ja, Reibungspunkte. Deswegen habe ich in weiser Voraussicht Futi ja aktiviert hier als Schlichtmeister und erklärt das. Der erklärt immer allen, was Fair Play ist. Wenn ihr Fragen habt, ne? Wegen den Serverregeln immer Futi anschnacken. Der ist bei uns im Discord da oben als Moderator. Und der hat auch den Channel, den Kummerkasten. Da könnt ihr dann auch schreiben zum Beispiel, ne? Guck mal, der Dachs, der Wasserdachs hier, der ist ganz kaputt, ne? Der muss sich jetzt mal eben kurz ausruhen, Leute. Rasieren musste sich auch mal wieder, der Pupsi-Berliner, ne? Und man sieht auch, dass er schon nachts sich gerät hat, Leute. Aber das brauchst du hier weniger. Also in der Regel machen wir hier immer Sonne, ne? Wir mögen dicke Luft so nicht so gerne, deswegen haben wir hier immer schönes Wetter, in der Regel zumindest. Ja, wen haben wir denn da? Tracy und Zero. Schön, auch zwei neue. Sehen ziemlich ähnlich aus, fast wie Zwillinge, Leute. Und die laufen gerade Richtung Uppsala, Patty, seine Kleine und die Echse ist auch da hinten. Oh Gott, was hier denn los? Hat er uns schon gesehen jetzt hier? Tatsächlich. Oh, das ist aber auch blöde jetzt, ne? Ja, die Roboter sind ein bisschen übertrieben, Leute. Ihr wisst es selbst. Auch wieder eine Base. Die Mia, Psycho, Zwini. Und da unten ist noch jemand, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Ja, super. Schön, dass ihr mal wieder alle in eure Base hockt, ne? Kommt mal raus, da lasst euch mal sehen. Wahrscheinlich sind das alles immer die Leute, die nachts so Nacht- und Nebelaktionen machen, ne? Dann kommen sie alle raus, ne? Und solange Tageslicht ist oder so, bleiben die hier alle versteckt in ihren Burgen. Und die schmeißen sich tatsächlich mit Knochen ab, Leute. Das schmeißt er gegen Wand, wa? Wie hat er denn da zerlegt, ey? Stimmt. Haben die da einen Basketballkorb aufgehängt oder sowas? Na gut, Freunde. Ihr seht selbst, sowas wird gemacht da in den Festungen, ne? Das kriegen die Spieler draußen gar nicht mit. Aber ich wollte es mal ein bisschen reif ist das noch von oben zeigen. Und hoffe, dass ich da nicht so viel verrate, aber ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes zu sehen, oder? Das ist alles Standard, was jeder in der Base hat, also. Weitermachen, was auch immer. Ja, Freunde, da läuft die Echse. Letztes Mal ist sie gekrochen. Diesmal kann sie auf zwei Füßen gehen hier. Train ist da, seine Kleine. Baba ist da. Wo sind die anderen beiden? Uppsala, Alphons, Patty. Oh, Kitty, Alter, was ist denn hier los? Sag mal. Die Echse, seine Kleine ist da wieder. Okay, Kison habe ich auch nicht gesehen. Der war da eben auch zwischen. Also ich möchte mal behaupten, dass das mittlerweile der größte Squad ist, ne? Von Train hier. Der größte Squad. Von Train. Ich glaube, größere gibt es gar nicht, ne? Wir haben aber auch dieses Limit irgendwie, glaube ich, von 15 maximal im Moment. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Da ist ja auch ein Limit, ne? Aber ich kann das irgendwie so ein bisschen beeinflussen, glaube ich. Ja, also, dass schon größere Squads möglich sind. Obwohl das ja schon fies ist, ne? Wenn man so überlegt, dann kriegst du ja die Weltherrschaft irgendwann. Es ist schon fies, also. Ja, zur Not können sich ja zwei Partner-Squads auch zusammentun, so gesehen. Das geht ja auch. Aber dann sieht man wahrscheinlich die Namen wieder nicht, ne? Das ist auch wieder blöde. Aber naja, alles nicht so leicht, ne? Aber bis jetzt reichen das. Wir haben nicht keinen Squad, der über 15 Member ist oder sowas. Ja, das ist ja schon ein Riesenhaufen, wenn man das mal so sieht. Wenn die Horde hier irgendwo langläuft, ist alles platt. Wisst ihr, wie ich meine? Wo sind die anderen beiden jetzt? Die waren doch gerade eben diese neuen, ne? Sind die beide schon verschwunden oder was? Ich dachte, die wären jetzt auf dem Weg hier. Wahrscheinlich beide platt gemacht. Gerade just dann, wo ich weggeflogen war, ne?
Aber die waren, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Das ist ja merkwürdig, dass ich die gar nicht mehr sehen kann. Die waren doch hier eben nach lang gelaufen, Leute. Smurf. Hat er gerade einen Zombie zerlegt oder was? Mh, lecker. Ein Steve vs. Beef. Das heißt jetzt Steven nochmal. Müsste ich mal googeln, Alter. Weiß ich gar nicht. Was? Irgendwas mit Fleisch, keine Ahnung. Oder was sagst du dazu, Smurfy? Smurfy. Der sieht noch recht zivil aus, ne? Voll cool. Ich feiere das ja, ne? Wenn der jetzt so bleiben würde, ne? Der geheime Killer mit der Pistole. Ah, bist du in der Hafenstadt hier, wa? Ja, hab ich mir schon gedacht. Das hört man immer an diesen Zirten, Zirz, die Zirzen sitzen hier, oder wie das heißt, ja, diese grünen Grashüpfer-Dinger da. Ja, die machen immer so einen Lärm, ständig, ne? Deswegen bin ich ungern im Süden. Ich wohne da nicht gern wegen diesem Zirzengeräusch hier, Alter. Die ganze Zeit. Das hört ja nicht mehr auf. Da wirst du ja irgendwann wahnsinnig bei. Also wenn du dich drauf konzentrierst, auf diese Grashüpfer-Dinger, ne? Da gehst du ja bei verrückt. Ja, man muss das echt lernen zu überhören. Smurf hat hier seine Ruhe. Ja, ja, ich gehe ja schon, Mann. Die gute alte Rain ist auch wieder da. Hopp, hopp. Los, los. Auf in den Wagen und in den Kampf. Wir wollen was sehen, Freunde. Rain hatte mich auch schon mal platt gemacht. Junge. Muss auch mal wieder welche platt machen. Aber geht ja immer schlecht. Ich habe immer ein bisschen Pech, ne? Hallo. Selbst das Snipern letztes Mal, Alter. Ich schieße da 5 Schuss oder sowas. Nicht einer trifft und er dreht sich um. Das ist immer dieser Effekt. Das habe ich ja immer, ne? Ich baller die ganze Zeit auf die Leute immer, ne? Und die drehen sich einfach locker um einen Schuss und ich bin direkt tot, Alter. Was ist das denn, ey? Das ist doch nicht normal. Das regt mich hier echt ein bisschen auf, als ob ich so ein schlechter Sniper oder sowas wäre. Aber anscheinend ist es wirklich so, ne? Und die K98, mit der ich immer schieße, ja, das ist doch auch mal ein sehr starkes Gewehr gewesen. Damals war das zumindest jedenfalls so. Und im Moment habe ich ja Unglück. Also ihr seht es in meinen Videos, ich werde da immer weggeflanscht, ey, sobald ich da das Sniper auch rauspacke und auf jemanden schieße. Das geht voll schnell, Alter. Und ich mach die Entfernung, messe ich doch. Das Scope stelle ich dann ein. Und dann baller ich. Und dann bin ich danach gleich direkt tot. Das ist scheiße, Alter. Ja. Rain, los, komm. Black Wolf 33. Ja. Sieht da auch noch aus, ne? Du. Ups. Was macht er denn? Ich kletter den Baum hoch. Ey, stell dir mal, wir können den Baum hochklettern, Leute. Dann sitzt du hier so, hier oben so drauf, weißt du, wie dieser Predator. Ihr Hunde, ihr Schweine, ihr Hunde. Puh, tot, und dann fällt's runter. Super. Ja, er ist irgendwas am Klüttern, ne? Er ist noch beschäftigt. Aber hier im Wald hat er seine Ruhe. Randalfleck, junger Mann. Ja, diesmal ist er nicht in der... Doch, er ist in der Wüste. Man hört die Zitzen wieder zirzen hier, Alter. Aber nicht draußen, sondern mal im Bunker, ne? Schön. Umgucken hier. Ich sehe keinen anderen Spieler, aber wir haben ja gelernt, ne? Dass ich auch nicht alles sehe. Also ehrlich. Die Red Witch hatte ja das letzte Mal auch jemanden im Bunker zerfetzt. Den habe ich ja selber noch nicht mal gesehen. Und das ist schon krass, ne? Ist auch so eine Fake-Tür. Hier ist gar nichts hinter. Oh ja, der beste Raum. Was haben wir denn da? Freunde, seht ihr selbst oder nicht? Doch, ne? Ihr seht selbst. Guck mal, das ist Bunny. Die heißt Bunny, die Munition. Cool. Keep out of reach of Schilder ran. Auf Schilder ran. Also Schilder dürft ihr das nicht geben. Ah, das ist die Gruppe ganz rechts. Ich habe keinen Mauszeiger hier und nix, ne? Das ist total dämlich. High-Performance-Ammunition. Und hier kommen die Aliens durch den Abflusskanal hier. Ne, Luftkanal ist das, ne? Oh Mann, er schießt schnell. Oh, ist ja schnell vorwärts gekommen hier, Leute. Nach unten oder was? Mein Gott. Oh, was? Hat er sich weggebeamt oder was? Als wenn ich da so lange gewesen wäre. Nicht normal. Da hinten ist Zombie. Die Hose ist aber dreckig, wa? Guck mal. Taschenlampe, Lichter nehmen. Er bandagiert sich, Freunde. Ja, die Roboter, guck mal, die sind hier oben ganz. Ich flieg mal eben kurz hoch. Hier. Und der hört das von hier, der sagt da oben, ne? Das nervt voll. Obwohl du so tief bist, ne? Denn wenn ihr das mal anguckt, wie die Bunkersysteme so aufgebaut sind, ne? Das ist ja gar nicht schlecht. Bloß was das Spiel an Problemen hat, ist halt, dass die Sounds durch die Wände gehen. Und das muss oder sollten die Entwickler, wenn es geht, halt irgendwie beheben, ne?
Deswegen dreht der Zombie hier oben auch am Rad. Obwohl der Randall überhaupt nicht sieht. Guck mal, der ist aktiviert. Das ist so ein Fehler am Spiel. Das finde ich scheiße. Das sollten sie mal wegmachen. Dann würde der nämlich sein Maul halten, Alter. So, bis Randall wirklich hier in den Flur kommt, dann kann er die Schnauze aufmachen. Mal ein bisschen krass ausgedrückt jetzt hier, ne? Ja, guck dir die Scheiße an, Alter. Und das kann eben nicht sein, ne? Das darf nicht sein, sowas. Da musst du irgendwie programmiermäßig, muss das doch irgendwie hinzukriegen sein. Weil im Auto kannst du das ja auch nicht hören, Leute. Neuerdings. Die Musik, wenn du das Radio im Auto anmachst, dann hörst du die Musik nur noch leise dumpf. Und genau das müssen die mit den Wänden auch machen. Das wäre schon mal ein Anfang. Also das wäre wohl möglich, das so irgendwie hinzukriegen, Mann. Hoffe ich zumindest. Ansonsten werden wir immer sowas hier haben. Die Zombies werden immer kommen, weil die immer, weil die immer wissen, wo man ist. Ja, Gamchi hockt auch drinne in Orange im Moment, okay. Ja, Freunde. Die hat aber auch viel Lidschatten oder Kajal oder wie das Zeug heißt, ne? Aufgetragen. Die Haare sehen immer aus, ne? Mein lieber Scholli, ey. Totti ist auch wieder mit dabei. Ey, das ist, doch Totti, der war doch sonst so komisch angezogen. Und jetzt, guck mal, hat er sich schon gemacht. Jetzt hat er tatsächlich eine einigermaßen gute Ausrüstung zusammengekriegt, ne? Sogar eine Sniper hat er schon. Wie übertrieben ist das denn, bitteschön? Und jetzt Nahkampfer verfehlt ihm noch. Aber eine Sniper, das ist schon mal richtig geil, ne? Aber gut, er ist im Iceland, ne? Iceland. Tja, wer es mag, gell? Der Keks, Leute, der ist bei der Fabrik unterwegs, Mensch. Hier war ich auch schon eine längere Zeit nicht mehr, ne? Ist auch mal ein schöner Ort. Hier kann man auch gut ballern. Gerade hier in der großen Halle, ne? Wenn da Leute kommen und du hängst hier oben. Du hongst dann irgendwo hier oben. Da können schon coole Ballereien entstehen in dieser Fabrik, ne? Aber der Keks, der denkt da gar nicht drüber nach. Guck mal, der hat drei Waffen und schon hat er eine auf den Boden geworfen, ne? Ich hab's ja eben noch gesagt zu dem anderen da, ne? Drei Waffen sind immer schlecht. Da werdet ihr auf jeden Fall höchstwahrscheinlich eine verlieren und dann ärgert ihr euch. Das kriegt man nämlich gar nicht mit. Oftmals nicht, ne? Weil du irgendeinen Scheiß machst. Und dein Charakter legt die dann immer irgendwo so hin, dass du die gar nicht siehst, dass du es gar nicht mitkriegst. Aber sollen die Erfahrung selber machen, nicht wahr, nicht? Yeah. Siehst du? Auch ein vorsichtiger Spieler, ne? Jetzt halt am Kriechen und so. Aber jetzt, ich sehe hier jetzt so keinen. Aber das weiß er ja nicht, der Lümmel, nicht wahr, ne? Bloß die Zombies und Roboter sind ja auch mal am Nerven, davon abgesehen, wenn man zu laut ist und so, ne? Jo. Ja, Freunde, die gute alte Jasmine darf natürlich auch nicht auf ihrem Dach fehlen, ne? Und das Gewehr, das macht schon was her, ne? Sieht irgendwie aus wie so ein Rambo-mäßiges Mädel irgendwie so, wenn man das so sieht, ne? Mit den Stiefeln hochgebunden. Freunde, sieht doch nach Action aus, wa? Kurz gucken hier. Ja, wir hatten ja gesagt, wie gesagt, dass die Händler, ne? Die offiziellen Händler, das ist ja Jasmine hier, dass die dann natürlich nicht angegriffen werden. Und genauso wenig wie unsere Waldschrate, die da hinten gleich ist, natürlich dann auch nicht, ne? Weil das sind so allgemeine Hotspots und Treffpunkte, ne? Deswegen nennen wir das ja auch mal neutrale Zone, ne? Ja. Gut. Schauen wir mal wieder. Ist das dann Zombie? Ja. Freunde, Kendra hat ihr kleines Schwarzes angezogen. Sieht das nicht schick aus? Und sie umgibt sich gerade mit Kürbissen. Aber das wird wahrscheinlich ein Ritual werden oder sowas, ne? Irgend so ein Bannkreis oder sowas. Vielleicht. Naja. Wir müssen uns bedeckt halten, Freunde. Ihr seht es selbst. Das sind so Sachen, die passieren immer in den Festungen, ne? Da drehen die Leute auch irgendwie völlig durch. Da kommt eine Drohne. Wieder neuer, ne? Janusz Jerus. Hopp, 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 hopp. Na, vielleicht gibt es da ja was, ne? Oh, tatsächlich Pantoffeln und Munition. Und Batterien, Leute. Oh, wie schnell die immer sind, ne? Also ehrlich. Sofort wieder weg, weggebeamt, ey. Heftig. Ja, Freunde, ihr seht selbst, ey. Von oben steht da bitte und dann ist da ein Pfeil und dann danke, lol. Das hat der Beschwörungskreis wahrscheinlich gerade ausgelöst. Ich weiß es nicht. Aber sowas sieht man denn, wenn man als UFO über die Landschaften fliegt. Ja, die Leute kommen auf Ideen, ne? Ja, Freunde, Swanny ist auch in ihrer Festung mit Sonics zusammen.
Und ich glaube, Zwanni ist Luzi gewesen, ne? Kann das sein, dass sie sich umbenannt hat, Leute? Jedenfalls trocknen die ihre Sachen jetzt hier am Lagerfeuer, ne? Und das kann ich jedem nur empfehlen. Weil dieses ganze Wasser da, was da in den Klamotten ist, das ist ja zusätzliche Belastung, Gewicht. Dadurch könnt ihr nicht so viel laufen. Ihr seid schneller außer Puste halt, ne? Das ist ja so. Einfach nur zusätzliches Gewicht, was stört. Deswegen grundsätzlich immer versuchen, schnell die Sachen wieder zu trocknen, nachdem es Gewitter oder Regen halt gab, ne? Und dann seid ihr auch wieder fit für den Kampf, Freunde. Und man kann das ja in der Form auch machen, sich daneben hocken, ne? Also mein Charakter kann leider nicht sitzen. Ich weiß nicht, warum das nicht geht, aber bei euch wird das wahrscheinlich funktionieren. Daneben legen, dann trocknet sie sich nämlich auch gleichzeitig am Feuer, ne? Und Sonix ist im Hintergrund, die wühlt da gerade rum. Ja, Freunde, wir wollen das so sehen hier auf dem Server, ne? Dass die Autos immer voll besetzt sind, so wie hier zum Beispiel. Da sind 4 Leute jetzt drin, da können sogar noch 5, 6, glaube ich, sogar mitfahren, ne? Anstatt dass jeder Spieler ein einzelnes Auto hat, ne, dann macht das lieber so, dass mehrere halt als Gangs hier, als Squads halt durch die Gegend fahren, ne, weil das macht einfach viel mehr Spaß, das werdet ihr dann auch merken, anstatt dass jeder immer einzeln mit einem Auto durch die Gegend fährt, ne. Also wir haben ja wirklich immer grundsätzlich Automangel, ist ja wirklich so, deswegen ist das schon eine geile Sache, wenn man so Teams hat und die sich Autos halt teilen, ne. Und dann kann man sich auch gut verteidigen mit so vielen Leuten, ne. Guck mal, jetzt hat er das gesehen, da hinten ist ein Cargo-Drop, Leute, seht ihr das? Deswegen ist er ganz schnell nach rechts gebogen wahrscheinlich, ne? Oh nein, der fliegt. Was soll das denn? Oder ich sehe das nur so. Das kann auch sein manchmal. Was macht der denn da? Ist er festgefahren? Oh nein. Schöner Schwarzer. Könnte meiner sein, ne? Ob die den auch so sehen? Wir werden es jetzt mal gewahr, Leute. Nee. Oh mein Gott. Oh Gott, was für ein... Zwanni ist drinne. Mir auch. Ja, das ist doch... Also seht ihr, das ist das Komische hier, ne? Das ist wie mit diesem Nachladen. Ich sehe die Leute 1000-mal nachladen. Das gibt's gar nicht. Das passiert gar nicht, Alter. Mir wird nur so ein Scheiß hier mal angezeigt. Das ist doch das Gleiche hier. Ihr seht es jetzt am eigenen Leib. Ich finde doch richtig gut, dass ich das mal auf dem Video habe. Ich denke, hier kommen UFOs langsam im Spiel und dann sind das die Container. Achtung, nicht runterfallen. Vor allem der Zombie, der fällt runter. Seht ihr das gleich? Schubst ihn mal runter, los. Mia, los, komm, geht dir mal einen Tritt. Der andere Zombie ist nämlich auch ganz weit runtergefallen. Aber die Spieler nicht. Die kommen da irgendwie ganz normal raus. Ah, bam. Oh, hat er den weggeschossen. Ups, siehst du? Die kommen da ganz normal raus. Also die werden, wenn die das Video sehen, die da unten jetzt drinnen sind, die denken auch, hä, was ist das für eine Scheiße? Das sehen die nämlich nicht so, Leute. Also das ist immer echt komisch hier. Freunde, Killer Cut trocknet sich auch. Kann man genauso machen, ne? Parallel kann sie, ne? Oder könnt ihr halt trainieren, eure Skills machen, das macht sie gerade. Und gleichzeitig die Sachen trocknen, ne? Das ist richtig so, hätte ich auch gemacht, ja. Läuft bei euch. Eine M1 hat's auf dem Rücken. So. Ja, 2 voll besetzte Autos, Leute. So feiere ich das Spiel, ne? Das macht doch Scum eben aus. Die Gemeinschaft, ne? Deswegen immer Squad suchen, wenn es geht, ne? Dann seid ihr nicht alleine. Dann ist der Spielspaß auch lange gegeben. Weil ihr dann, ja, auch Gildenkriege machen könnt. Das kann man ja auch machen. Das ist ja gar kein Problem, ne? Aber dann müsst ihr halt eine Gilde suchen. Also ein Squad halt ungefähr in eurer Größe und nicht so übertrieben halt, ne? Aber als Einzelspieler hast du meistens immer verloren. Das ist ja nun mal so, ne? Oh, wir haben was vergessen. Zurück, Jungs. Event, Freunde, Event. Schöne SVD. Los, Neos, du Camper, hopp. Guck, wie das aussieht. Geil, ne? Bam, bam, bam. Ist auch eine geile Position hier oben, ne? Ja gut, wenn du Sniper nimmst, ne? Ist halt so. Stellungswechsel. Lass das Rohr glühen, Mann. Boah, guck mal, die Kugeln kommen, die schlagen da hinten ein. Nice, ne? Franka schießt. Psycho-Bean ist im Hintergrund. Sägewerk ist das hier. Deathmatch, jeder gegen jeden. Die spielen alle mit Sniper oder was? Psycho, mal gucken. Nö, erst Nahkämpfer. Richtig so. Taktische Besprechung. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Erstmal essen und trinken. Ja, das ist eine gute Idee. Das kann man immer machen, ne? Oh, Freunde. Die Base wurde geknackt. Aber nicht von dem Team hier, sondern Schlüsseldienst mit Bums. Ja, das
kommt mir irgendwie bekannt vor. Der hat ja richtig zugeschlagen, dieser Schlüsseldienst. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Aber die Basen sind alle zerstört und offen und sowas. Und ja. Jetzt kommen natürlich auch andere Spieler und gucken sich das an. Das ist ja ganz klar, ne? Das bleibt gar nicht aus, Leute. Oh, Rabbitsch hat halt Amaloche, Leute. Amaloche. Freunde, guck mal, die Olga, die badet gerade etwas. Black Wolf im Hintergrund. Olga hat Bambi-Status. Gerade abgeknallt worden, oder was? Grafik ist da hinten. Voll die fette Burg da, Alter. Richtig. Ich sag ja, ich kann hier mittlerweile gar nicht mehr filmen, ohne die Burgen nicht zu zeigen, weil wir haben mittlerweile so viele Bauten hier auf der Welt, Leute. Ich will aber auch keinen Gequark oder sowas hören, ne? Weil letztendlich, wir haben alle... Oh, Olga, jetzt strollert die da auch noch hinten. Ja, jeder von uns hat irgendwo eine Base und mein Gott, die sehen auch alle gleich aus. Da sind Kisten drin, fertig aus. Und Autos, ne? Das ist nichts Neues, also. Was mir nur wichtig ist, ich zeig nicht die Karte, wo genau ihr seid, ne? Und ich zeig nicht euch von oben die Basis, so dass man da Sicherheitslücken sehen kann oder sowas. Das ist mir halt wichtig. Aber wenn jetzt eine Base irgendwie so im Hintergrund ist, dann ist es halt manchmal... Ja, ist halt so, ne? Ist ja nichts Schlimmes dran, mein Gott. Man kann sich hier eh nicht verstecken. Also die Spieler, die sehen so oder so, werden sie euch finden. Das ist halt irgendwie so, das... Ja, jeder bekommt mal Besuch vom Schlüsseldienst. Mit Bums. Das haben wir ja gemerkt. Die haben ja bei einigen Festungen diese Nacht aufgebrochen, ne? Also wirklich. Gut. Ja, dass Olga da hinten schwimmt, das kriegt der Black Wolf natürlich gar nicht mit. Hier beim Looten, ne? Und die Grafikkarte da im Hintergrund, die ist auch beschäftigt mit irgendwelchen anderen Gedöns, ne? So, Olga hat genug gepipit. Jetzt geht's weiter. Ja, definitiv Olga. Freunde, ihr seht selbst. Ey, hier ist irgendwo ein Sprengzombie, Leute. Da ist er. Psycho löst ihn gleich aus, wa? Ja, jetzt sind sie wild. Ja. Mir im Hintergrund wenigstens Achtung. Er ist der Zombie rein zur Tür. Und der ist ganz außer sich. Er weiß gar nicht, wo er hin soll. Da, Mia guckt um die Ecke. Seht ihr das? Ja, Wahnsinn, Alter. Das hat gescheppert, wa, Freunde? Seht ihr, Freunde? Die Sonics ist auch da am Trocknen. Und die Luzi liegt auf dem Boden. Swanny. Und ja, Sonics hat sich umgezogen, ne? Sieht aber nicht schlecht aus mit dem Shirt, Freunde. Ich feiere das ja immer wieder, dass man sich so die anderen Klamotten anzieht, ne? Und nicht dieses Standard-Militärkram, wie es jeder hat, ne? Weil dann bist du im Endeffekt halt nichts Besonderes, ist halt so. Oh mein Gott, Freunde! Der Riesensquad greift eine Festung an. Ihr seht selbst. Heftig, Alter. Gut, Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder. Und dann, bis dann.